Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil mittlerweile meiner Serie zum Thema Mathe-Kursstufe, diesmal mit der Kettenregel. Und ihr seht hier schon, f von x soll u von v von x sein. Was? Nicht verzweifeln, das ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich mache euch hier unten mal ein Beispiel hin. Sagen wir, f von x soll Sinus von 5x² plus 2x plus 3 sein. Das ist eine verkettete Funktion. Sinus ist die äußere Funktion, die u-Funktion hier. Und 5x² plus 2x plus 3 ist die innere Funktion, v. Okay, soweit? Gut. Ja, ihr habt hier f' von x. Das ist jetzt mal wieder eure Regel. Kleiner Tipp, ihr arbeitet euch immer von außen nach innen durch. Einfach ganz stupide von außen nach innen immer mal wieder. Ja, also fangen wir an. Die äußere Funktion abgeleitet. Also ich erkläre euch jetzt nur mal kurz die Regel. Wie das funktioniert, zeige ich euch danach. U' von v von x. Also bedeutet, äußere Funktion ableiten, innere unverändert reinschreiben. Mal. Und dann kommt die innere Funktion abgeleitet. Ups, das muss klein sein. Gut. Also hier die äußere ableiten. Und die innere nicht ableiten, hier ist kein Strich. Und dann die innere ableiten und mit Mal hinten reinschreiben. Gut, wie bei der Produktregel empfehle ich euch wärmstens, dass ihr das einfach nochmal extra hinschreibt, egal wie viel Platz ihr braucht. U von x ist die äußere Funktion u hier. Und hier sieht man es ganz deutlich. Sinus ist die äußere Funktion. Während v von x ist die innere Funktion. Sinus lassen wir jetzt hier einfach weg. 5x² plus 2x plus 3. So, jetzt habt ihr das hier aufgeteilt. Wenn ihr die hier da reinpackt, dann habt ihr diese Funktion hier. So soll es sein. Es muss immer so sein, dass wenn ihr die innere Funktion in die äußere reinpackt, dass ihr dann die komplette Funktion habt. So soll es sein. So, jetzt machen wir das hier gerade mal. Wir leiten das jetzt schon mal ab. Wir haben die Regel U' von v von x. Also U' ist abgeleitet. Das müssen wir hier natürlich noch machen. U' von x ist gleich Sinus wird bekanntlich zu Cosinus von x. Wer das Video immer noch nicht gesehen hat, sollte das langsam mal tun. Oder er weiß es natürlich, dann braucht es nicht tun. Ja, hier 2 vorne dran schreiben, 5 bleibt stehen, 2 mal 5 sind 10. X hoch die 2 minus 1, also x hoch 2 minus 1, x hoch 1, plus mal x hoch 1, 1 mal 2 sind 2. Und x hoch 1 minus 1 macht x hoch 0, fällt weg. 3 ist einfach eine Zahl, die wird zu 0, also plus 0. Deswegen fällt die weg. So. Ja gut, dann haben wir es ja eigentlich schon. U' einfach abschreiben hier, Cosinus. Aber halt. Das x, das kann hier nicht hin. Wir müssen ja noch v von x reinpacken. Jetzt packen wir das da einfach rein. Also, ich kopiere das hier sogar gerade mal und schreibe das so rein. Das ist der erste Teil. Mal den zweiten Teil, v' von x, also v abgeleitet, haben wir hier stehen. 10x plus 2. Und Achtung!
wenn ich hier so ein V-Strich habe wie ich, muss da eine Klammer hin. Ganz, ganz, ganz wichtig. Weil das ist ein Unterschied, ob ich jetzt 10x mal das da habe oder 10x plus 2 mal das da. Ansonsten hätte ich einfach plus 2 als konstante Zahl hier dran. So muss ich es durchmultiplizieren mit dem Kosinus. Ganz wichtig, einfach immer die Klammer setzen. Wenn ihr zu viele Klammern habt, macht es nichts. Wenn ihr zu wenig habt, macht es schon deutlich einen Unterschied. Ja, das sieht jetzt natürlich bescheuert aus, aber es geht nun mal so. Und ja, machen wir gerade noch ein Beispiel, dass es ein bisschen klarer wird noch. Und zwar nehmen wir, lassen wir das so stehen und sagen hier hoch 3. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das alles auszurechnen. Ihr könnt das Ganze hier ausrechnen, also sprich das, was in der Klammer steht, mal 3 mal sich selber machen. Also das ist schon sehr viel Arbeit, muss man wirklich überlegen, ob das gut ist. Oder ihr macht es einfach mit der Kettenregel, was denke ich deutlich einfacher ist. In dem Fall ersetzt ihr wieder die innere Funktion durch einfachen Buchstaben, der euch gefällt. Ich habe hier x genommen, x hoch 3, weil das innere hoch 3 steht. Also es geht hier um die hoch 3. Das, was innen drin steht, das haben wir hier unten als v. Also ist die äußere Funktion einfach x hoch 3, also eine Variable hoch 3. Das abgeleitet ist jetzt mal ehrlich gesagt nicht so schwer. 3 mal, also wir nehmen die Hochzahl wieder, schreiben sie vorne dran. 3 mal x hoch 3 minus 2, hoch 3 minus 1. Ich habe schon wieder gesagt, was es gibt. Ist natürlich 2. Das mal können wir auch löschen. 3x². Das hier habe ich nicht geändert, das bleibt natürlich gleich. Das da. So, jetzt haben wir hier natürlich ein anderes Ergebnis. Also u' von v von x. u' ist 3 mal Quadrat. Jetzt steht hier nicht x, sondern v von x. Deswegen kann ich hier nicht einfach x reinschreiben, sondern muss hier komplett v von x reinschreiben. Wieder mal Steuerung C, Steuerung V kopiert. 3 mal den ganzen Kram hoch 2. Das ist die Ableitung. Mal V' von X. Achtung wieder, Klammern. 10x plus 2. Gut. Das wäre dann schon mal die Kettenregel. Ihr werdet die noch so oft benutzen, dass sie euch in Fleisch und Blut übergeht. Denke ich mal, aber tut mir eingefallen, vergesst sie nicht. Wenn ihr eine verkettete Funktion habt, hier sowas, dann sollt ihr auch wirklich die Kettenregel benutzen und es nicht irgendwie ausrechnen, weil da verliert ihr viel zu viel Zeit im Mathe-Abi, ist echt wenig Zeit. Und ihr habt da nicht die Zeit, sowas auszurechnen, sondern ihr müsst es dann wirklich mit Kettenregel machen, das geht viel, viel schneller. Sowas könnt ihr dann sogar eigentlich stehen lassen, da müsst ihr nichts mehr weiterrechnen. Da heißt dann in der ersten Aufgabe, bilden Sie die Ableitung von und dann habt ihr so eine schöne Funktion und könnt es ableiten. Jetzt haben wir noch einen weiteren Fall. Die Kettenregel kann man natürlich, wie alles in der Mathematik, bis zum Anschlag treiben. Und deswegen machen wir uns jetzt einen Spaß draus, noch ein bisschen mehr Funktionen da reinzubringen. U von V von W von X. Total idiotisch. Aber die Grundregel ist einfach wieder, arbeitet euch von außen nach innen durch, selbst wenn ihr 100 Sachen stehen würdet. Also ein Sinus von einem Kosinus von einem Sinus von einem Kosinus von einem Sinus von irgendwas hoch 50. Es ist immer dasselbe Grundprinzip. Ihr arbeitet euch von außen nach innen durch. U' von unverändert v und verändert w von x. Dann fällt U' weg, also immer das, was man als letztes abgeleitet hat, fällt weg. U' fällt weg. Dann haben wir hier noch V' von W von X. Und als nächstes fällt dann V' weg. Und wir haben nur noch W von X. Beziehungsweise, da wir es ableiten müssen, W' von X. Gut so. Sieht verwirrend aus, ist es gar nicht so schlimm. Ich zeige es euch. Na.
Sinus von x Quadrat, oh, ups, x Quadrat hoch 3, Klammer zu. Die äußere Klammer hier ist für den Sinus, nur für die, die es nicht ganz so erkennen können. Das hoch 3 bezieht sich auf das x Quadrat. Das könnte man natürlich auch ausrechnen, aber es geht ja gerade darum, wie man erstens verkettete Funktionen gut machen kann. Hier drin könnte auch was Schwereres stehen. Ja. So, jetzt ist erstmal die Schwierigkeit, was ist U, was ist V, was ist W? Das sieht man natürlich jetzt nicht auf den ersten Schlag. Deswegen, Moment ganz kurz, muss ich das einfügen. U von x ist die äußerste Funktion, also wie ihr sie nennt, ist euch überlassen, aber in meinem Beispiel ist U die äußerste Funktion, die wir als erstes ableiten müssen. Die äußerste ist hier Sinus von x. Sinus von x abgeleitet, kennen wir inzwischen zur Genüge. Ich sag doch, es kommt euch irgendwann zum Hals raus. Wahrscheinlich kommt es jetzt schon, aber ihr werdet es früher oder später wissen. Also Sinus von x abgeleitet gibt Cosinus von x. Dann haben wir das hier schon mal weg. Danach haben wir die mittlere Funktion v. V ist, also das ist ja ganz innen hier. Hier ist nochmal aber eine Klammer außenrum. Und auf diese Klammer bezieht sich das hoch 3. Das heißt, wir nehmen hier wieder das x hoch 3. X hoch 3 abgeleitet, hatten wir gerade eben schon. Ist 3x Quadrat. No, nein, 12. 3x Quadrat. Und das ganz innen ist x Quadrat. Das heißt, unser W ist x Quadrat. Und W' von x ist in dem Fall dann einfach 2 vorne dran schreiben. 2 mal, ich lasse es mal einfach mal weg. X hoch 2 minus 1 ist 1. X hoch 1 kann man weglassen. So, jetzt haben wir unsere drei Funktionen. Jetzt arbeiten wir uns Schritt für Schritt durch. Erst die äußere Funktion ableiten. Also jetzt verdecken wir jetzt mal sozusagen unsere Formel von hier oben, damit wir es auch verinnerlichen können. Die äußerste Funktion abgeleitet. Cosinus von x. Ach, ich bin schon wieder aus dem Formelmodus raus. Jetzt. Cosinus von x. Das x müssen wir ersetzen durch die beiden inneren Funktionen unverändert. Also sprich hier erstmal den ganzen inneren Kram 3. Das können wir einfach abschreiben. Ihr seht, ich mache es mit STRG-C, STRG-V. Beziehungsweise Copy-Paste. Mal. So, und jetzt fällt der Teil hier schon weg. Den haben wir abgearbeitet. Jetzt kommt das da dran. Müssen wir die äußerste, die noch übrig bleibt, also v ableiten, v' von x, 3x hoch 2. X müssen wir ersetzen durch die innerste Funktion, also w, 3x² hoch 2, also 3 Klammer auf x², Klammer zu, 2, mal, und dann fällt die v, müssen wir auch schon nichts mehr mitmachen und können einfach hier w Strich von x einfach hinschreiben. So, und das ist die Ableitung von einer dreifach verketteten Funktion. Und ihr seht, das ist gar nicht so schwer, wenn man sich da einmal eingearbeitet hat. Ich würde euch wirklich empfehlen, schreibt euch irgendwas auf, irgendwelche komplett bescheuerten Funktionen, die so irre verkettet sind wie die hier, und leitet sie einfach mal ab. Mal sehen, ob es klappt. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche euch dann zu helfen. Ja, und das nächste Mal machen wir weiter mit der Quotientenregel. Bis dahin, tschüss.